Ja, willkommen zurück zum zweiten Teil der neunten Vorlesung. Ich habe in der Virtual-CIDE schon mal was vorbereitet. Das sind jetzt genau die Datenstrukturen, die auch auf den Folien gezeigt waren. Unser T-Point, T-Color und die Kombination T-Pixel. Wir schauen uns als erstes die Initialisierung an. Also in unserem Main legen wir ein T-Pixel und ich nenne es wie gerade gezeigt, White Pixel und initialisiere mit 0, 0 und die Farben mit 255 unserer Unsigned Character Werte. Wenn wir das mal anschauen, dann sehen wir nach der Initialisierung im Stack, unser X und Y ist jeweils auf 0 gesetzt und die Farben jeweils auf FF, also die 255. Strukturen werden in der Virtual-C-IDE so dargestellt, wie sie der C-Compiler behandelt. Das heißt, als Speicherblöcke, wir haben ja gelernt, sie werden auch im Ganzen kopiert. Deswegen finden Sie jetzt hier nur die Darstellung in Form von einzelnen Bytes und nicht aufgedröselt auf X, Y und die einzelnen Komponenten. Ja, als zweites möchte ich eine nicht ganz vollständige Initialisierung vornehmen. Wir sagen T-Pixel, ich nenne es einfach Pixel 2. Wir sagen, ich setze das X auf die 1, das Y lasse ich offen und wir machen, dass wir einen Unterschied sehen. 126, 127, also die Farben werden wieder vollständig initialisiert und sinnvollerweise trennen wir die Farbinitialisierung auch nochmal separat ab. Das heißt, als erstes, die erste geschweifte Klammer ist unser T-Point, die zweite geschweifte Klammer ist unser T-Color. Wenn wir uns das anschauen und initialisieren, dann sehen wir jetzt hier, unser X wurde 1, Little Endian Darstellung, das Y wird mit 0 initialisiert und wir haben die 7D, E und die F, also die 125 bis 127 in den Farben stehen. Häufig eingesetzt ist die Initialisierung, ich nenne es jetzt mal Empty, mit genau einem Wert, also 0. Und damit initialisiere ich die komplette Datenstruktur mit dem Standardwert, also bei Desktop-Systemen eben die 0. Wenn wir uns das anschauen, das ist jetzt nicht initialisiert, springe ich über die Initialisierung, sehen wir, dass die komplette Datenstruktur mit Nullen initialisiert wird. Ja, was ich auch gerne noch mit Ihnen anschauen möchte, ich nenne es Red Pixel. Und wir wollen nur die Rotkomponente initialisieren, alles andere darf 0 sein. Das heißt, wir schauen in unsere T-Pixel-Struktur. Wir haben ein C, also greife ich mit dem Punktoperator auf T-Color innerhalb T-Pixel zu. Und ich kann auch mit Punkt Red den Farbwert Rot initialisieren. Hier auch wieder das Beispiel mit der 255. Und ich könnte jetzt weitere Elemente mit Komma angefügt hier auch noch initialisieren. Sehen wir unser roter Pixel, nicht initialisiert. Wenn wir drüber springen, alles mit 0 und unsere Rotkomponente mit 255 initialisiert. Jetzt kommen wir gleich zu den ganzen Operatoren, wobei wir SizeOf jetzt erstmal außen vor lassen. SizeOf gibt die Größe der Struktur. Das sind hier unsere 8 Bytes, gefolgt von den 3 weiteren Bytes. Was Sie im Buch auch als schöne Beschreibung finden, das Anlegen einer Struktur eröffnet eigentlich in C so etwas wie einen neuen Namensraum. Das heißt, innerhalb von White Pixel, von unserer Variable, die ich angelegt habe, kann ich jetzt auf die einzelnen Elemente zugreifen und generiere mir dabei neue Namen,
wie zum Beispiel das WhitePixel.p für den Punkt, das WhitePixel.c für die Farbe und natürlich jeweils die internen Komponenten X und Y im Punkt, Rot, Grün und Blau innerhalb der Farbe. Das heißt, ich erweitere mit Hilfe von Strukturen meinen Namensraum und kann damit natürlich das Arbeiten mit den Daten innerhalb der Struktur stark vereinfachen. Ja, ich möchte noch auf die Zeiger eingehen, auch wenn wir das in der nächsten Vorlesung dann ausführlich behandeln, wie wir mit Zeiger arbeiten. Ich lege mir eine Variable an, die nenne ich jetzt mal Pointer. Und ich initialisiere diese Variable erstmal mit Null. Ich möchte Ihnen den Adressoperator zeigen. Ich kann Pointer mit der Adresse von WhitePixel beaufschlagen und bekomme dann eine zweite Möglichkeit, auf die Datenstruktur innerhalb von WhitePixel zuzugreifen. Ich setze auch hier mal einen Breakpoint an die Stelle. Wir sehen jetzt, der Pointer ist mit Null vorinitialisiert. Null ist die Adresse 0, das heißt, der Zugriff ist nicht erlaubt. Wenn ich jetzt einen Schritt über die Zuweisung springe, dann bekommt Pointer die Adresse von WhitePixel und den Zugriff damit auf die Elemente X, Y. Und das schräge Y hier in Anführungszeichen ist das erweiterte ASCII-Zeichen, das die 255 uns hier an der Stelle liefert. Wir haben jetzt den Operator Kaufmanns und kennengelernt. Wir haben auch schon den Punkt-Operator kennengelernt im Rahmen der Initialisierung. Ich werde jetzt nochmal auf den Punkt-Operator eingehen im Rahmen des Zugriffs und Ihnen den Vergleich zum Pfeil-Operator noch zeigen. Das heißt, wir können jetzt mal WhitePixel modifizieren. Auf der Ebene WhitePixel. Wenn ich jetzt die Zuweisung verwende, dann kann ich WhitePixel zum Beispiel Pixel 2 zuweisen. Das ist auf der höchsten Ebene der Struktur, dann wird die komplette Struktur kopiert. Wir schauen uns das auch gleich an. Ich mache noch einen Schritt weiter. Ich kann natürlich auf WhitePixel und zum Beispiel den Punkt zugreifen. Der ist ja jetzt in Pixel 2 eben mit X ist 1 belegt. Ich kann das X dann auf zum Beispiel die 7 setzen. Also wir lösen den Namensraum von WhitePixel hier mit Hilfe des Punkts auf. Wir schauen uns das Ganze in der Sequenz nochmal an. Also erst die Zuweisung des Pointers. Da schlüsselt die Virtual-C IDE auch die einzelnen Komponenten auf. Es ist tatsächlich das Standardvorgehen in der C-Programmierung, dass Sie über Zeiger auf Strukturen zugreifen und selten Strukturen als lokale Variablen anlegen. Wenn wir jetzt also den Inhalt von WhitePixel verändern, wir schreiben das, was in Pixel 2 steht, als Kopie in WhitePixel hinein, dann sehen wir, dass in Pointer eben genau dieses Ergebnis auch dargestellt wird. Wenn ich jetzt das X noch auf die 7 setze, sehen wir, dass sich unser Pointer verändert hat und natürlich auch die eigentliche Variable WhitePixel, auf die unser Pointer zeigt. Wir können natürlich auch über Pointer unsere Variable WhitePixel verändern. Ich greife jetzt auch wieder auf P zu, auf den Punkt innerhalb von WhitePixel. Dann möchte ich mal das Y verändern. Das ist ja noch 0. Schreiben wir jetzt einfach mal die 8 rein. Wir können uns das auch kurz anschauen und sehen, wir können jetzt hier die 8 einmal dargestellt über Pointer und natürlich indirekt verändert auch in unserem WhitePixel. Wir werden uns mit dem Pfeiloperator im Rahmen der Zeiger noch genauer auseinandersetzen. Im Moment ist mir wichtig, dass Ihnen der Unterschied zwischen Punkt und Pfeiloperator bekannt ist, dass Ihnen klar ist, dass ich auf eine Struktur, die als Variable angelegt ist, direkt mit dem Punkt auf die Elemente zugreifen kann und bei einem Zeiger den Pfeiloperator benutzen möchte. Wir haben bereits die Ist-Gleich-Operation gesehen. Wir haben WhitePixel den Wert von Pixel 2 zugewiesen. Ich möchte Ihnen das jetzt nochmal zeigen, wenn wir eine Struktur ausgeben. Deswegen schreibe ich als erstes die Prozedur vor die Main. Ich nenne sie drawPixel. Und wir übergeben an die Funktion mein Pixel. Ich nenne den jetzt einfach P
als Abkürzung. Das Ziel ist jetzt einfach, die Werte von dem Pixel mit printf auszugeben. Also wir werden jetzt keine Grafik zeichnen, sondern einfach nur in Textform die Ausgabe vornehmen. Ich stelle mir das so vor, dass wir die Elemente der Struktur einfach darstellen, also an x und y soll die Farbe geschrieben werden und das ist unser Rot, Grün und Blau, jeweils als Hexadezimal, also es ist vom Typ Unsigned Character, Hexadezimal, Unsigned Character ausgeben. Wir schließen die Klammer und ich mache noch einen Zeilenumbruch zum Abschluss und übergeben von unserem P erstmal den Punkt Px, von unserem P den Punkt Py und dann natürlich die Farbe, von unserem P die Farbe, das C unser Rot, Pc unser Green, Pc, ich gehe in die nächste Zeile, Pc unser Blue. So, wir lassen mal unseren White Pixel ausgeben. Also ich mache hier ein Draw Pixel. Springen wir gleich an die Stelle. Wir springen in die Funktion zur Ausgabe. Wenn wir in die Funktion reinspringen, sehen wir, dass wir hier den Pixel als Kopie übergeben bekommen. Und wir geben jetzt das Ganze mit printf aus, also unsere 7, 8 und die 7, D, E und F. Was ich Ihnen auch gleich zeigen möchte, dass es sich tatsächlich um eine Kopie handelt. Wir können hier innerhalb der Funktion unser P verändern. Wir können zum Beispiel sagen P, Punkt, Punkt und das X ist gleich 0. Das sollten wir ganz schön sehen, wenn wir das Programm nochmal starten und an die Stelle hier springen, dann sehen wir, unser P wurde übergeben mit X ist 7. Unser White Pixel hat die 7. Wenn wir jetzt den Punkt verändern, dann ändert sich der Punkt innerhalb unserer Funktion, das ist unser Draw Pixel, aber nicht innerhalb der Funktion Main. Das heißt, diese Kopie hat jetzt keine Außenwirkung, sie ist nur innerhalb der Funktion gültig und ich kann das P hier innerhalb der Funktion wie eine lokale Variable verwenden. Das ist aber sehr ineffizient. Ein schönes Beispiel ist, wenn Sie an eine Funktion drawPixel den Bildschirmspeicher übergeben, zum Beispiel als eine große Struktur mit eben sehr vielen T-Color-Elementen. So Standardgrößen von Bildschirmspeicher liegen ja in mehreren Megabyte. Dann würde das bedeuten, dass beim Aufruf der Funktion drawPixel der komplette Bildschirmspeicher einmal kopiert wird, eine Kopie angelegt wird und die Kopie verändert wird. Das sehen Sie, glaube ich, ein, macht keinen Sinn, das ist sehr ineffizient. Auch in unserem Beispiel, wir wollen auf die Werte innerhalb von WhitePixel bei unserer Ausgabe zugreifen. Wir brauchen nicht Werte, die wir verändern können. Darum sollten wir in einem solchen Fall nicht die Struktur direkt an die Funktion übergeben, sondern einen Zeiger auf die Struktur. Und das möchte ich mit Ihnen mal kurz abändern. Wir verändern unser P auf einen Zeiger. Also P ist jetzt ein Zeiger auf die Struktur T Pixel. Jetzt müssen wir aufpassen, wir haben überall den Punktoperator verwendet. Der erste Zugriff ist natürlich ein Zeigerzugriff. Ich greife auf den Inhalt von P und dort das P zu. Wir brauchen den Pfeiloperator, das gleiche an dieser Stelle. Das X und das Y ist natürlich dann innerhalb von dem Struct Point wieder natürlich standardmäßig über den Punkt referenziert. Das gleiche gilt für Rot, Grün und Blau innerhalb der Farben. Aber wir brauchen natürlich hier erstmal den Zeigerzugriff. Und wir lassen das Beispiel hier mal noch drin. Können natürlich jetzt auch innerhalb der Funktion das P verändern. Ich lasse auch den Breakpoint an der Stelle. Nur wichtig ist noch, dass wir natürlich hier einen Zeiger auf White Pixel übergeben,
Wenn wir das jetzt starten, dann sehen wir jetzt bei dem Aufruf, wenn wir in die Funktion reinspringen, unser P innerhalb DrawPixel zeigt auf die gleiche Adresse. Wir können das hier auch mal über die Adressangabe darstellen. Mache ich das Fenster mal doch etwas größer. Wir sehen also unsere Variable WhitePixel hat die Adresse 0123F0 und in der Funktion DrawPixel hat unser Zeiger den Wert 0123F0, zeigt also auf die Adresse von WhitePixel. Das heißt, jetzt wurde keine Kopie beim Aufruf der Funktion vorgenommen. Es wurde letztendlich nur die Adresse des Zeigers kopiert, also die Adresse von der Variable WhitePixel wurde kopiert und an die Funktion übergeben. Wir geben noch genauso aus wie vorher und wenn ich jetzt das X innerhalb dieser Struktur verändere, dann sehen wir, dass hier ändere ich auch innerhalb von WhitePixel unsere Struktur. Und das ist natürlich etwas, was wir nicht beabsichtigt haben. Eine Funktion oder in unserem Fall eine Prozedur, die etwas ausgibt, sollte natürlich bei der Ausgabe nichts verändern. Deswegen werden wir jetzt unser Programm noch abändern. Wir werden diesen Zeiger als konstant deklarieren. Das hat den Vorteil, wenn ich jetzt übersetze, kriege ich eine Fehlermeldung. Ich darf innerhalb von DrawPixel jetzt den Inhalt dieses Zeigers P nicht mehr verändern. Schreibt mal, geht nicht. Ist konstant. Das ist aber auch das, was wir ja eigentlich beabsichtigt haben. Wir wollen eine Ausgabe vornehmen, indem wir in die Funktion springen, auf WhitePixel direkt zugreifen, die Ausgabe vornehmen und natürlich unser WhitePixel nicht verändern. Wir haben jetzt, wie Sie sehen, eine ganze Reihe von Warnungen bekommen, nämlich überall da, wo ich auf die Struktur zugreifen möchte. Das ist jetzt alles innerhalb von printf. Wenn ich einen Zeiger übergebe, sollte ich immer sicherstellen, dass der Zeiger auch korrekt ist. Das heißt, wir fangen hier ab, if p ist gleich null. Dann springen wir einfach aus der Prozedur heraus. Das heißt, ein ungültiger Speicher sollte nicht adressiert werden. Wir sollten nicht darauf zugreifen. Und das kann ich dadurch schützen, dass ich das abfange. Wenn null übergeben wird, dann wird die Prozedur sofort verlassen. Wenn wir das Ganze nochmal übersetzen, sehen wir auch, dass unsere ganzen Warnungen weg sind. Wir können das Programm nochmal ausführen. Es hat sich an sich nichts verändert. Unser Zeiger ist natürlich gültig. Das heißt, wir geben aus und springen wieder zurück ins Hauptprogramm. So, als letztes möchte ich Ihnen noch ganz kurz das Compound-Literal zeigen, wie wir es schon auf der Folie vorhin gesehen haben. Ich kann ab dem C11-Standard überall Literale angeben. Das heißt, ich spezifiziere den Typ innerhalb von Klammern. Das ist mein T-Pixel. Und in geschweiften Klammern kann ich die Initialisierung angeben. Ich mache es mir jetzt mal ganz einfach. Ich setze jetzt hier einfach mal das C.green. Auf 255. Der Rest ist 0. Wir schließen die Klammer und ich kann davor jetzt noch ein Kaufmanns-und oder ich muss davor jetzt noch das Kaufmanns-und setzen, weil ich muss an DrawPixel ja einen Zeiger übergeben. Wir übergeben also jetzt das Literal, unsere Initialisierung an die Funktion und dieses Literal wird jetzt genau einmalig genutzt. Das heißt, nur an der Stelle im Programm wird jetzt dieses Literal erzeugt und für den Aufruf der Funktion verwendet. Wenn wir das hier auch nochmal ausprobieren, dann sehen wir jetzt auch hier in den lokalen Variablen wird das Literal angelegt. Es wird jetzt erst auch an der Stelle initialisiert. Ich springe jetzt mal in die Funktion rein, dann sehen wir auch die Initialisierung. Wir kriegen unsere Ausgabe. An allen Stellen haben wir 0
bis auf unser Grün, was auf FF gesetzt ist. Okay, soweit zum Arbeiten mit Datenstrukturen, die wir mit TypeDef Struct und dem Schlüsselwort Struct angelegt haben. Im dritten Teil der Vorlesung betrachten wir jetzt noch kurz Union und Bitfelder. Bis gleich zum nächsten Teil. Vielen Dank.